Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Herrn, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der Predigttext für den heutigen Sonntag, das ist der Diakoniesonntag. Da geht es um das Helfen, um das gute Tun natürlich. Und er steht in 1. Thessalonicher 5 in den Versen 14 bis 24. Da schreibt Paulus an die Gemeinde. Wir ermahnen euch aber, weist die Nachlässigen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig mit jedermann. Seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt alle Zeit dem Guten nach füreinander und für jedermann. Seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist löscht nicht aus, prophetische Rede verachtet nicht, prüft aber alles und das Gute behaltet. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft, er wird's auch tun. Ich habe mal nachgezählt. 14 Imperative sind das. 14 Imperative hintereinander fabriziert Paulus hier in einer langen Liste an Ermahnungen am Schluss seines Briefes an die Gemeinde in Thessalonich. Ein bisschen ist man schon vom Zuhören erschöpft, so als würde man für jeden Imperativ einen Stein in die Arme gelegt bekommen, bis man sie alle gar nicht mehr halten kann. Irgendeiner fällt dann immer raus und einen auf dem Fuß oder es fallen alle runter. Man hat so ein bisschen das Gefühl, das ist einfach zu viel auf einmal, nicht zu schaffen. So ein bisschen wirkt das wie eine Mutter, die das erste Mal ihr Kind allein wegfahren lässt, so übers Wochenende, und die dann mit den Ermahnungen nicht an sich halten kann. Ja, vielleicht fühlen Sie sich jetzt eher in der Rolle der Mutter und erinnern sich an diesen Moment, als Ihr Kind das erste Mal alleine länger weggefahren ist, oder Sie erinnern sich selbst als Kind, wie das war, als Sie von Ihren Eltern diese Ermahnungen bekommen haben, aber die meisten haben das irgendwann mal durchgemacht, wo es dann so eine Kette gibt an Anweisungen, bevor es ans Auf Wiedersehen geht. Ja. Benimm dich anständig, melde dich, wenn du angekommen bist, lass dich nicht von Fremden ansprechen, zieh jeden Tag frische Unterwäsche an und schlag dir nicht die Nächte um die Ohren. Ja, ich weiß nicht, welche Anweisungen Sie so bekommen haben, aber so ähnlich vielleicht. Ein bisschen wie in dieser Situation ist es tatsächlich hier in dem Brief. Der Thessalonicher Brief ist nämlich der älteste bekannte Brief von Paulus an die Gemeinde, und auch die Gemeinde, an die er schreibt, die ist noch ganz jung. Paulus ist mit seiner Theologie noch in den Kinderschuhen und auch die Gemeinde lernt gerade erst selbstständig zu sein. Sie findet sozusagen heraus, was es eigentlich heißt, als Christ zu leben, was überhaupt Kirche ist. Das gab es ja alles gar nicht. Und die Gemeinde ist in Unruhe, denn Jesus ist noch nicht wiedergekommen. Die ersten Christen waren überzeugt, bis Jesus wiederkommt, der ja in den Himmel gefahren ist, kann es sich nur um Wochen oder Monate handeln, höchstens um ein paar Jahre. Aber sie waren überzeugt, wir werden nicht sterben, bevor wir den Herrn sehen, wenn er zurückkehrt. Und jetzt sind aber schon Menschen in ihrer Mitte gestorben, ohne Christus zu sehen. Und jetzt sind sie zunehmend verunsichert. Und Paulus ist auch in Sorge. Und so fängt er an zu trösten, er macht ihnen Hoffnung, er schwört sie ein, doch durchzuhalten, auf ihrem Weg nicht ins Wanken zu geraten, sondern weiterzugehen bis zum Kommen des Herrn. Und da strömt eben eine lange Liste von Ratschlägen am Ende aus ihm heraus. Lauter Ermahnungen, ja, wie eben die einer Mutter, die ihr Kind das erste Mal alleine loslaufen lässt. Und das ist eher so, dass wir sie nicht so gerne hören wollen. Wir verdrehen ein bisschen genervt die Augen. Wir brauchen keine lange Liste von Benimmregeln, die uns lauter Vorschriften machen. Wir wissen doch Bescheid.
Aber es ist doch so, wenn man als Kind diese Ermahnungen anhört, dann erträgt man sie ja irgendwie. Genervt, aber gnädig. Mit so einem ungeduldigen "Ja, Mama" und einem unruhigen "Auf der Stelle treten zwar, aber wir hören sie uns an." Warum? Weil wir nämlich wissen, dass diese Ermahnungen eigentlich ein Ausdruck von Sorge um uns sind. Weil wir unserer Mutter nämlich wichtig und kostbar sind und weil sie um aller Welt vermeiden möchte, dass wir Schaden nehmen. Und es fällt ihr schwer, uns jetzt allein in die Welt hinausziehen zu lassen. Und auch aus Paulus langen Ermahnungen ist diese Sorge hinauszuhören um die noch unerfahrene und unsichere Gemeinde. Er möchte so sehr, dass sie durchhält. Und das lässt er besonders am Schluss ganz deutlich durchklingen. Da schließt er nämlich mit seinem Herzenswunsch: "Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist und samt Leib und Seele unversehrt und untadelig." Er möchte sie also bewahrt sehen, unversehrt an Leib und Seele und Geist. Und das ist es, was ihm so sehr am Herzen liegt. Und deshalb gibt er ihnen alles mit, was ihm wichtig scheint für sie. Vielleicht können wir uns unter diesen Voraussetzungen auch von ihm etwas sagen lassen. Trotz der 14 Imperative hintereinander, die uns vielleicht zu einem etwas genervten "Ach ja, Paulus" verführen. Denn eigentlich wissen wir doch, wie das Leben aussieht, wenn eben Böses ständig mit Bösem vergolten wird, wenn wir das Miteinander lachen verlernen, wenn die Schwachen mit Füßen getreten werden, wenn kein Blick mehr da ist für das Gute. Wir wissen eigentlich, Paulus liegt gar nicht so falsch mit seinen Ermahnungen, vielleicht sogar ziemlich richtig. Es ist ja manchmal noch frustrierender, wenn jemand mit seinen vielen Ermahnungen dann auch noch recht hat. Wenn es also weniger eigentlich um den Inhalt geht, dann gilt es, an der Form etwas zu verändern. Wie kann ich aus den Steinen, die mir hier in die Arme gelegt werden, Brot machen? Nicht etwas, das mich beschwert, sondern etwas, das mich nährt. Paulus denkt bei seinen Worten nicht an Lebenshilfe oder an mehr Nettigkeiten in der Gemeinde und im Miteinander. Dafür bräuchten wir weder Gott noch die Gemeinde. Das könnten wir mit der AWO erledigen oder wenn der Bürgermeister freundlich darauf hinweist: "Seid gut miteinander." Paulus hat Größeres im Blick. Paulus' Blick geht weiter. Er will, dass seine Gemeinde vorbereitet ist auf den Moment, an dem Jesus wiederkommt. Das ist vielleicht eine Perspektive, die uns heute fremd ist. Ich habe Ihnen ja schon gesagt, dass das für die Gemeinde, an die Paulus schreibt, ganz, ganz nahe liegt und ganz präsent ist. Aber für Paulus ist klar, die Gemeinde ist ein Raum, in dem ein Vorgeschmack darauf geschaffen wird, auf diesen Tag, auf diesen Moment, in dem Jesus wiederkommt. Und das ist der Moment, an dem wirklich dann niemand mehr Böses mit Bösem vergilt, an dem tatsächlich die Schwachen getragen werden und an dem alle Zeit fröhlich sein keine zynische Utopie mehr sein wird, sondern echte Leichtigkeit. Paulus erwartet das nicht alles in diesem Leben, allein in diesem Leben, sondern er setzt seine ganze Hoffnung in das kommende Leben, das Jesus verkündet hat. Und gerade aus dieser Hoffnung auf das kommende Leben zieht er die Motivation zur Veränderung in dieser Welt. Paulus macht sich keine Illusion. Er ist sich durchaus bewusst, dass wir diese Welt nicht grundlegend verwandeln werden. Es wird immer wieder auch Böses mit Bösem vergolten werden. Aber für ihn ist es kein Grund, mutlos zu werden oder die Hände in den Schoß zu legen, sondern es ist mehr die Ungeduld, die ihn antreibt. Wir wollen nicht länger warten, wir haben keine Lust mehr darauf, wir wissen doch, es kommt bald etwas Neues. Und dieses Neue, das soll jetzt schon beginnen. Wir wollen nicht tatenlos warten, bis es kommt. Wir wollen hier schon einen Anfang machen und uns bereit machen für den großen Umbau, der noch kommt. Und uns selbst einen Vorgeschmack darauf geben, wie es sein wird. Wir wollen schon mal spüren, wie das ist im Himmel. Das ist die Perspektive, unter der Paulus agiert. Und er ist hungrig
nach dieser neuen Welt, die er unmittelbar vor sich sieht. Und auch die blutjunge Gemeinde in Thessalonich, die ist hungrig danach. Sie wollen sie jetzt schon schmecken. Und deshalb sind ihnen diese Ermahnungen keine Steine, sondern eben Brot. Sie liegen ihnen nicht schwer im Magen, sondern sie geben ihm ganz im Gegenteil die Kraft, weiterzumachen und unterstützen sie auf dem Weg. Und vielleicht ist diese Perspektive auch ein Blick für uns heute, auch wenn er uns vielleicht etwas ferner geworden ist, auch wenn wir nicht mehr mit Stunden, Tagen und wenigen Jahren rechnen, dass Jesus wiederkommt. Aber vielleicht ist der Gedanke, dass wir uns hier einen Vorgeschmack von dem gönnen können, was uns noch Gutes erwartet, eine Motivation darauf, dass wir ein Miteinander pflegen, das uns Lust macht auf die Ewigkeit. Ich würde gerne die Imperative von Paulus umdrehen zu Indikativen, dass wir nicht den Anspruch darin spüren, sondern die Verheißung, so wie es auch Paulus und die erste Gemeinde taten. Es ist umzudrehen und sich nicht vorzustellen, was das alles für eine Arbeit und für einen Anspruch an mich ist, sondern wie es sich anfühlen wird in der Welt, wie sie Paulus beschreibt. Wenn ich diese Anweisung als Zukunftsvision lese, nicht als Belastung, wie sieht also eine Welt aus, in der wirklich gelebt wird, was Paulus beschreibt? Nimm dir einen dieser Verse vor und stell dir vor, wie es aussieht, wenn das wirklich gelebt wird. Stell dir eine Gemeinde vor, in der auf Misstrauen und Bosheit konsequent mit Gutem begegnet wird. Eine Gemeinde, in der du getragen wirst, wenn du mal schwach bist. In der man mit dir geduldig ist, auch wenn du das so und so vielte Mal den gleichen Unsinn gemacht hast. In der stets jemand da ist, der dich tröstet, wenn dich gerade die Mutlosigkeit überwältigt. Stell dir vor, es gelingt dir mehr und mehr durch jeden Tag mit einem fröhlichen Herzen und voller Dankbarkeit zu gehen. Also mir macht diese Vorstellung auch ein bisschen Appetit. Appetit darauf, mir häppchenweise Paulus Ratschläge vorzunehmen und sie ausgiebig durchzukauen. Mir auszumalen, wie es sein wird. Und schon jetzt ein Teil von Gottes Zukunft zu werden. Mir ist ganz wichtig, noch zu sagen, dass ich glaube, die Ermahnungen von Paulus umzusetzen, das ist nichts, was einem irgendwie leicht von der Hand geht oder was irgendwie von selbst passiert. Ich glaube durchaus, dass diese ganzen Ermahnungen, sich zu Herzen zu nehmen und im eigenen Leben umzusetzen, dass das auch Anstrengung bedeutet. Und dass das auch nicht nur angenehm ist, dass es auch Rückschläge heißen kann und dass es Selbstbeherrschung üben heißt. Aber es ist so ein bisschen wie wenn man eine große Vision, ein großes Ziel vor Augen hat, das einen ganz einnimmt. Darüber nimmt man ja auch Anstrengungen und Einschränkungen in Kauf und ja, man merkt sie sogar manchmal gar nicht. Überlegen Sie, wo Sie das letzte Mal in Ihrem Leben so ein großes Ziel hatten, eine große Vision, eine Sache, in die Sie sich ganz rein investiert und versenkt haben. Haben Sie da nicht gerne auch Ihre Zeit hineingegeben, Ihre Arbeit und weitergemacht, bis Sie eigentlich müde und erschöpft waren? Und sind es nicht diese Momente, die uns wirklich nicht nur eine momentane Befriedigung geben und eine momentane Lusterfüllung, sondern eine wirkliche innere Zufriedenheit? Also Paulus ist sich völlig darüber im Klaren, dass wir nicht den Himmel auf Erden schaffen können und auch nicht müssen. Und er weiß, dass am Ende es nur Gott selbst ist, der diese Welt wirklich so grundlegend erneuern kann, dass seine Vision auch Wirklichkeit wird. Und deshalb schließen auch die ganzen Ermahnungen mit einem Wunsch nach Gottes Bewahrung und schließlich mit der Versicherung, dass Gott sein Wort halten wird. Gott ist treu, der euch ruft, er wird es auch tun. Letztendlich liegt es eben nicht und zum Glück auch nicht in unserer Hand, sondern in seiner Hand. Und das ist auch entlastend, schützt auch vor überhöhten Ansprüchen an uns selbst und hilft dabei, auch Rückschläge auszuhalten und sich nicht entmutigen zu lassen. Aber eben weil Paulus die Aussicht auf Gottes grundlegende Verwandlung der Welt so sehr trägt,
sind die Ermahnungen für ihn keine Steine, sondern gutes Brot, das ihm einen Vorgeschmack auf das Großartige gibt, das ihn noch erwartet. Seien wir also eine Gemeinschaft, die Leuten Hunger macht auf den Himmel. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzenssinne in Christus Jesus. Amen. Und so geht hin in diese Woche unter Gottes Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr wende dir sein Angesicht zu und gebe dir Frieden.